So. Ja, zweimal. Einmal reicht und so macht. Und dann, ja, nicht so macht. So macht das nicht nach, das war falsch. So macht. So. So. Und dann wiederum. Ja, geh weg. Blöde Fackel. So. Und dann hier. So macht. Es hat was, ne? Es hat was. Aber noch nicht. Ist noch nicht so perfekt. Ah, doch, 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 doch. Das ist der Stil wie drüben bei den Crafting Tables. So, jetzt hab ich's. So. Ach, jetzt muss ich da noch hoch. Da verrückt was. Ich glaube, es war ein Skelett. Och. So, 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 so. So. Und das war's. Genau. Dann so. Und da habe ich auch schon. Genau. Genau, und dadurch, dass ich jetzt hier, genau, da kann ich ja jetzt wieder Fackeln ranpacken. In der Höhe. Aber wie performt das auf 9 hat man, ne? Wobei, es müsste eigentlich passen auch für hier hinten. Na, gleich mal gucken. Jetzt mal wieder abreißen. Oh, sieht doch gar nicht mal so schlecht. Sieht aus ein bisschen wie Hüte, aber... Ist jetzt nicht ganz so verkehrt. Also habe ich schon verkehrteres gebaut als das. Definitiv. Bleibt ja nicht aus. Bei Folge 100 und... So, und dann da und dann... Doch? Nee, doch nicht. Warte. So. Da und dann da und dann... Nee. Fuck. Doch, fuck. Dammit. Also es würde jetzt nur gehen, wenn wir jetzt hier so machen. Dann wäre es allerdings hier in der Mitte sehr massiv. Wir hätten nicht diesen netten Effekt hier mit den tragenden Elementen. Aber wenn ich das symmetrisch erweitern will, muss ich auch einen nach hinten. Das heißt, das Ding hier geht mir genauso kaputt. Wenn ich es jetzt nur in die Richtung einer weitere, dann passt das. Ne, weil hier muss ich ja, hier baue ich, upsala, hier baue ich dasselbe auf wie da. Sondern da auch in der Ecke. Ja. Genau so und nicht anders haben wir uns das vorgestellt in der Creeper-Hölle, die wir hier jetzt aktuell haben. Damn you. Damn you, Creeper. Fuck it, ey. So. Ja. Natürlich macht er nur die Dinge kaputt, die wir nicht mehr haben gerade. Treppen. Wo kam der denn her? Ach, hier kam der her. Ups. Man sollte nie sowas offen stehen lassen, glaube ich. Hat man mir mal gesagt. So. 32 Treppen.
So, das ist schon wieder fertig. So. Wenn ich das jetzt so mache. Ja. So. Ja. So. Ah, ja, dann auch bekommen die Fackel. Ah, wobei das hier auch schon wieder scheiße ist. Jetzt regnet es auch noch. Aber Regen ist doch eigentlich ganz schön. Gehen wir mal raus. Oh, es ist schön warm und kuschelig hier drin. Bleiben wir mal drin. So, wie machen wir... Eigentlich geht das ja so. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das gar nicht gehen würde, was wir hier gerade fabriziert haben. Aber ich finde es halt ein bisschen massiv hier, wenn ich das hier... das Kabel durchziehe, diese Linie. Also im Gegensatz zur anderen Seite, die so ein bisschen aufgebrochen wirkt. Also nicht angebrochen, nicht angekotzt, sondern eher durchgekotzt. Schon. Ich habe bloß nicht gehört, weil der Regen so laut ist. Und vor allem dieser Träger in der Ecke, der ist jetzt... Also der muss dahin, ne? Den sieht man auch so total. Ach, verdammt. Drüben die Ecke nochmal aufmachen. Zeug, was man nicht sieht, braucht man nicht setzen. Alte Binsenweisheit. Immer diese Binsen, ne? Binsen and Hatches war auch meine Zigarettenmarke. Ja. So. So. Und so. Fuck. Nicht ganz. So. So, 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 so. Wunderbar, dann kann man hier, hier und hier. So, das hätte man dann schon mal. Genau, hier wollten wir eine Fackel reinsetzen, damit da nichts spawnt. Jetzt müssen wir da hoch. Aber die Axt brauche ich gerade wirklich nicht, jetzt auch in die Kiste schmeißen können. Nein. Dahin und dahin. Blech, 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 blech. So, die bleibt ja da, weil wir sonst in der Ecke hier vielleicht Monster haben. Vielleicht ein Creeper in der Wand. Das wollen wir alle nicht. Da wir es alle nicht wollen. Das muss am besten... Danke, Gehirn. Am besten nicht dazu kommen. So ähnlich wie mit Politik, ne? Wenn ich willst, dass etwas Bestimmtes passiert, musst du wählen gehen. Und nach deiner Wahl stellst du fest, naja, meistens leider ja, dass es irgendwie nicht so viel gebracht hat. Also jedenfalls stellen das viele fest, was ich sehr schade finde. Aber eigentlich sollte ja das Gefühl sein, was an dieser Stelle überwiegt, dass man dem System ein Schnäppchen geschlagen hat, weil man durfte ja selber mitbestimmen, wie das so ist. Also, in einem gewissen Grad. Totale Mitbestimmung ist das jetzt. Also, davon ist es... Es könnte nichts weiter davon entfernt sein als genau das, aber... Nun ja. Mann, wir sind ja jetzt ja auch nicht in Utopia, ne? Also, von daher muss das ja alles auch irgendwie... Können wir nach oben machen. Irgendwie anders sein. Oder... So... mal so schlecht aus, da mit der passiven Beleuchtung drin. Und hier würde ich sicher anbieten, genau dort die Fackeln zu setzen. Und hier wiederum würde es sich anbieten, sie genau dort zu setzen, wo sie vorher auch schon waren. 3, 2, so. Genau.
Wir sind schon oben, ne? So, so. Genau. So. Schon wieder nur noch 5 Stufen übrig. Reicht auch fast für das, was wir uns hier vorgenommen haben. Naja, gut, machen wir nochmal Pflastersteine. Machen wir uns nochmal was Neues. Neues Treppchen. Ja, und die Ankündigung war eigentlich Sand und überhaupt, aber es tut mir leid, es geht gerade nicht anders. Ist technisch nicht anders realisierbar als so, wie wir es gerade machen. Jetzt muss ja erstmal das Lager stehen, damit wir hier so Sand überhaupt verklappen können. Ne? Das ist ja wichtig. Oder so. So die Hoffnung, dass das, was wir tun, wichtig ist. Ist ja nicht nur bei Let's Upsala so, sondern auch im normalen Leben. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Und wie auf jeden guten Plan folgt noch ein besserer. Und auf jeden falsch gesetzten Block folgt der nächste, der dann wieder falsch gesetzt ist. Und auf diesen folgt zufälligerweise einer, der richtig gesetzt ist. Aber das leider auch nur in den seltensten Fällen. Sehen Sie heute bei Barbara Salisch. Richter Andreas Holt. Im Zeugenstand. So. Aber dann können wir es ja doch fast so machen, ne? Es wirkt dann nicht mehr so ganz so wuchtig hier. Ach, hier hat er mir auch das weggesprengt. Fackel. Hat hier noch was kaputt gemacht? Nee. So. Also bis auf, dass jetzt noch 50.000 Kisten fehlen, ist das doch schon fast komplett, oder? Vor allem, wir hätten sogar die Möglichkeit, Item Frames... Nee, haben wir nicht. Na, doch, die kann man auch da vorne reinklatschen, glaube ich, an die Kante. Prost. Hin und wieder brauchen wir auch mal einen Schluck zu trinken. So, so. Genau, die Beleuchtung da hinten in der Ecke. Ich lasse das jetzt erstmal so hier stehen. Und überlasse euch die Entscheidung, ob das so gut aussieht oder nicht. Ich könnte jetzt dahinter noch anfangen, noch mit Dekoration zu arbeiten. Aber ja, diese mehr erspare ich euch. Also hier mit den massiven Halterungen, das finde ich schon mal sehr cool. Also mir persönlich würde dieser Stil ja auch ausreichend gefallen. Man könnte jetzt hier noch so eine so Slabs reinlegen. Ich weiß nicht. Ja, also auf jeden Fall Kistenkapazität 3 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 3 mal 6, 36. 36. Danke, Gören. 18. Ach, ey. Wache ich irgendwann in diesem Leben nochmal auf? 18 Kisten. 18 Doppelkisten. Was ja immerhin schon einiges wäre, wenn wir denn überhaupt Bäume hätten, um überhaupt Kisten herzustellen. der Mut der Verzweiflung. Treibt uns an, auch in diesem Let's Play. Nein, treibt uns wahrscheinlich immer an. Der Mut der Verzweiflung. Der Mut der Verzweifelten. Wenn ich das hier mal... Da ich hier unten so schön gemacht habe, könnte ich das doch hier oben eigentlich... Upsala. Bis auf den letzten, der natürlich wieder prompt mega kacke in die Hose geht. Da oben sieht es auch scheiße aus. Ja, aber es wird dann auch zu klobig, wenn du da jetzt wieder... Weil das ist dem ja egal, ob das glatt oder nicht glatt ist. Da müsste man den da oben noch tauschen. Oder... Warte. Man nimmt den ganz raus. Dann macht das so. Sieht das aus?